Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Wir wollen uns hier die Hexadezimalkodierung von Zahlen anschauen, nachdem wir zuletzt bereits das Binärsystem kennengelernt haben. Dort hatten wir gesehen, wie man Zahlen im Binärsystem schreiben kann und wie man Zahlen zwischen diesem und dem von uns vertrauten Dezimalsystem konvertieren kann. Wir wollen nun ein weiteres System einführen, das mit dem Binärsystem eng verwandt ist. Auch dies ist natürlich nur ein weiteres Zahlensystem, wie man sie letztlich zu beliebigen Basen aufstellen kann. Neben den gerade erwähnten hatten wir auch schon über das Sechsagesimalsystem der Babylonier gesprochen, das die Basis 60 verwendet, und kurz hatte ich auch schon das Oktalsystem mit der Basis 8 angesprochen. Insbesondere aber das Hexadezimalsystem ist auch in der Informatik recht weit verbreitet und wird gerne verwendet, weil man zum einen eine Umkodierung zwischen hexadezimalen und binären Werten sehr einfach vornehmen kann und sich zum anderen die hexadezimalen Zahlen viel kompakter und übersichtlicher darstellen lassen. Wir hatten ja schon gesehen, dass die Binärzahlen schnell zu sehr langen Lindwürmern aus Nullen und Einsen werden, wo man sich als Mensch leicht beim Ablesen vertun kann. In einem gewissen Sinn stellen die Hexadezimalzahlen einen Kompromiss dar, der zwischen der einfachen Maschinenverarbeitbarkeit und der einfachen Lesbarkeit für Menschen vermittelt. Die Zahl 2022 beispielsweise erfordert im Binärsystem 11 Ziffern. Im Dezimalsystem kommen wir mit 4 aus, im Hexadezimalsystem mit 3. Die Zahlen sind also ähnlich kurz wie im Dezimalsystem. Wie sieht das Ganze nun im Hexadezimalsystem aus? Wir brauchen 16 verschiedene Ziffern. Hier unten rechts auf der Folie sehen wir eine kleine Tabelle, in der dargestellt ist, wie wir diese Ziffern üblicherweise bezeichnen. Auch da gilt dasselbe wie immer, dass wir es nämlich mit arbiträren Zeichen zu tun haben. Das bedeutet, die Zeichen sind völlig beliebig, solange sie sich gut unterscheiden lassen. Eingebürgert hat sich diese Notation, wie wir sie hier unten rechts auf der Folie sehen. In der oberen Zeile auf dem blauen Balken sehen wir die Dezimalzahlen und darunter in der weißen Zeile dann die Schreibweise für den entsprechenden hexadezimalen Wert für jede dieser 16 Ziffern. Für 0 bis 9 verwenden wir einfach unsere normalen Ziffern, damit ist die Konvertierung einer einzelnen Ziffer für uns sehr einfach, sofern sich die Zahl in diesem Bereich befindet. Wir brauchen nun aber weitere Ziffern, die für 10, 11, 12, 13, 14 und 15 stehen. Also die weiteren 6 Ziffern, die wir ja noch benötigen. Üblicherweise schreibt man diese nun kurz an mit Buchstaben. Ich habe hier Großbuchstaben verwendet, man könnte genauso gut Kleinbuchstaben verwenden. Wie gesagt, im Grunde genommen ist es egal, solange man die Zeichen auseinanderhalten kann. Und wenn jemand anderer, zum Beispiel die Tutorinnen und Tutoren, die Ziffernfolgen auch korrekt interpretieren können sollen, muss man sich auf eine Konvention einigen. Uns wird das mit Kleinbuchstaben auch noch mehrfach wieder begegnen, unter anderem, wenn wir Farbwerte in Cascading Style Sheets für Webseiten angeben. Wir haben es also nun mit den Ziffern von 0 bis 9 und A bis F zu tun. Das sind unsere 16 Ziffern, auch wenn der Begriff Ziffer für die Buchstaben von A bis F uns zunächst vielleicht etwas ungewöhnlich erscheint. Schauen wir uns noch einmal den Text links auf der Folie an. Dann sehen wir, dass dort fast das Gleiche steht wie schon im letzten Video, insgesamt also nun schon zum dritten Mal. Denn das Prinzip ist ja beim Dezimal, dem Binär und nun auch dem Hexadezimalsystem immer dasselbe. Wo zuvor die 10 stand und dann die 2, steht nun die 16. Same, same, but different. Unsere Basis ist nun also die 16. Die hinterste Stelle steht also für 16 hoch 0, also 1 wie immer, die davor für 16 hoch 1, also 16, wofür wir zuvor 4 Stellen im Binärsystem, also 4 Bit oder ein Nibble, benötigten. Die nächste Stelle steht dann schon für 16 hoch 2, also 256, wofür wir zuvor 8 Stellen im Binärsystem, also 8 Bit oder ein Byte, benötigt haben. Nun können wir uns anschauen, wie eine Zahl im Hexadezimalsystem aussieht. Das sehen wir oben rechts auf dieser Folie. Dort steht als Beispiel D32F und hier nun eine kleine 16 als Index unten dran, um zu kennzeichnen, dass es sich hier um eine Hexadezimalzahl handelt. Das wäre ja sonst auch eine etwas komische Zeichenfolge, wenn dies eine normale Dezimalzahl sein sollte, eben keine gültige Zahl, weil hier ja Ziffern verwendet werden, die keine gültigen Dezimalziffern sind. Mit dem Wissen, wie wir Zahlen im Dezimal- und Binärsystem interpretieren, können wir nun auch diese Zahl lesen, indem wir wieder an der hintersten Stelle anfangen. Diese Stelle steht für die eine, 16 hoch 0 ist 1, wie wir wissen. Die Ziffer davor ist dann das 16-fache davon, da wir hier ja die Basis 16 verwenden. Hier haben wir also die 16er-Stelle. Die nächste Stelle steht dann für 16 hoch 2, also 16 mal 16, das ist also die 256er-Stelle. Die Stelle davor ist dann 16 hoch 3, also die 4096er-Stelle. Um die Zahl also nun zu interpretieren, sprich ihren Wert zu ermitteln bzw. ins Dezimalsystem zu konvertieren, beginnen wir wieder rechts und können berechnen. F mal 16 hoch 0 plus 2 mal 16 hoch 1 plus 3 mal 16 hoch 2 plus D mal 16 hoch 3. Aufgeschrieben habe ich das natürlich wieder andersherum, wie das dem Ausdruck besser entspricht. Die einzelnen Ziffern stehen hier nun noch in hexadezimaler Form und wir müssen sie nun einzeln in Dezimalwerte umwandeln, um diesen Ausdruck ausrechnen zu können. Dazu können wir jetzt unten in die Tabelle gucken oder das einfach an unseren Fingern abzählen. Bis 9 brauchen wir ja nichts zu tun, denn da sind die Ziffern ja identisch, egal ob wir die Dezimal- oder die Hexadezimalkodierung verwenden. Für die weiteren Ziffern können wir nun abzählen. A ist die 10, B die 11, C die 12, D die 13, E die 14 und schließlich F die 15. Das F entspricht also der 15, wie wir auch unten in der Tabelle sehen.
Die rechteste Stelle steht also für 15 mal 16 hoch 0. Um die zweite Stelle müssen wir uns keine großen Gedanken machen, da steht ja schon 2 mal 16. Ebenso die dritte Stelle von rechts, 3 mal 16 hoch 2. Für das D nehmen wir wieder unsere Finger zur Hand oder die Tabelle. A, B, C, D, also 13. Damit haben wir nun unseren Ausdruck beisammen. 13 mal 16 hoch 3 plus 3 mal 16 hoch 2 plus 2 mal 16 hoch 1 plus 15 mal 16 hoch 0. Und das können wir nun ausrechnen. 16 hoch 3 ergibt 4096, hatte ich eben schon gesagt. Also haben wir 13 mal 4096 plus 3 mal 256 plus 2 mal 16 plus 15 mal 1. Das können wir nun addieren und bekommen so den Wert 54063 zur Basis 10 heraus. So können wir also eine Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl konvertieren. Bevor ich weitergehe, möchte ich hier ähnlich wie ich das schon für die Zweierpotenzen gemacht habe, einmal einige der 16er-Potenzen aufschreiben. Die muss man nicht auswendig kennen. Wir sehen diesen Zahlen allerdings schon eine gewisse Gemeinsamkeit mit den Binärzahlen an. Und zwar sind 1, 16, 256 und 4096 und tatsächlich auch alle weiteren Werte hier welche, die uns schon aus dem Binärsystem bekannt vorkommen. Warum das? Weil 16 ja gerade 2 hoch 4 ist. Das heißt, je 4 Ziffern im Binärsystem sind jeweils eine Ziffer im Hexadezimalsystem. Diese Tatsache werden wir uns später noch zunutze machen. Als nächstes aber schauen wir uns jetzt einmal an, wie wir eine Umwandlung vom Dezimal in das Hexadezimalsystem vornehmen können. Und wenn ihr jetzt einmal an das Video zum Binärsystem zurückdenkt, erinnert ihr euch vielleicht, dass dort praktisch der gleiche Text mit nur einer kleinen Abweichung steht. Um eine natürliche Zahl, die im Dezimalsystem vorliegt, in das Hexadezimal umzuwandeln, wird jetzt nicht mehr fortgesetzt durch 2 geteilt, sondern nun durch 16. Wir teilen also die umzuwandelnde Zahl durch 16 und ermitteln wieder den Rest. Dieser Rest ist natürlich ein Wert zwischen 0 und 15. Während bei der Division durch 2 mal ein Rest von 0 oder 1 blieb, haben wir hier jetzt immer einen Rest zwischen 0 und 15. Und diesen Rest können wir wieder mit unserer Tabelle von eben, die ich jetzt hier unten links auf der Folie stehen habe, in die entsprechende hexadezimale Ziffer umwandeln oder wir nehmen wieder die Finger zur Hand. Wir machen also genau das gleiche Spiel wie beim letzten Mal im Binärsystem. Das heißt, wir gehen so vor, dass wir uns eine Tabelle aufmalen, den Wert n in die linke Spalte schreiben, in eine weitere Spalte schreiben wir den durch 16 geteilten Wert und in die dritte Spalte jeweils den verbleibenden Rest. Wir notieren unsere Zahl, ich nehme die Zahl 54063 von eben. Jetzt müssen wir diese durch 16 teilen. Das ist im Kopf gar nicht so ganz einfach, sodass man eine schriftliche Multiplikation durchführen muss oder einen Taschenrechner verwendet, den ihr in der Klausur aber, so viel kann ich schon versprechen, nicht verwenden dürft. Daher ist dieses Verfahren zumindest für die Klausur auch nicht so wirklich gut geeignet, weshalb ich gleich noch eine Alternative vorstellen werde. Wenn wir diese Division durchführen, dann ergibt das 3378 mit einem Rest von 15. Das könnt ihr mir an dieser Stelle glauben, aber noch besser ist es, das Video kurz zu pausieren und es selber nachzurechnen. Jetzt müssen wir genau wie beim letzten Mal so vorgehen, dass wir die Zahl aus der mittleren Spalte in die linke Spalte übernehmen und anschließend wieder durch 16 teilen. 3378 geteilt durch 16 ergibt 211 mit einem Rest von 2. Dann wiederholen wir das Spiel. 211 geteilt durch 16 ergibt den Wert 13 und es bleibt ein Rest von 3. Und noch einmal übernehmen wir den Wert aus der mittleren Spalte nach links, dividieren ihn durch 16 und erhalten nun natürlich 0 mit einem Rest von 13. Sobald in der mittleren Spalte 0 steht, hören wir genau wie beim Binärsystem auf. Dann sind wir fertig mit der Umwandlung. Jetzt können wir unseren Hexadezimalwert wieder ablesen. Genau wie beim letzten Mal beim Binärsystem lesen wir von unten nach oben. Unsere erste Ziffer ist also die 13 und mithilfe der Tabelle oder durch Abzählen an den Fingern ermitteln wir, dass dies die Ziffer D ist. Die nächste Ziffer ist eine 3, dann folgt eine 2 und schließlich eine 15, also die Ziffer F. Wir erhalten also das Ergebnis unserer Umwandlung. 54063 im Dezimalsystem ist D32F im Hexadezimalsystem. Und genau wie beim Binärsystem sollten wir uns nie darauf verlassen, dass wir alles richtig gemacht haben. Deshalb müssen wir nun wieder eine Kontrollrechnung durchführen. Die haben wir eben schon gesehen, aber ich führe sie hier trotzdem noch einmal ganz schnell durch. Wir haben hier von hinten beginnend 15 mal 16 hoch 0 plus 2 mal 16 hoch 1 plus 3 mal 16 hoch 2 plus 13 mal 16 hoch 3. Also 15 plus 32 plus 768 plus 53.248 in der Summe 54.063. Wie immer solltet ihr mir das nicht glauben, sondern einmal selber auf Papier ausrechnen. Wir haben damit jetzt gesehen, wie wir eine Zahl sowohl vom Dezimal in das Hexadezimalsystem als auch zurück umwandeln. Und wir haben auch schon gesehen, wie wir die Kontrollrechnung weitestgehend von Hand durchführen können. An ein paar Stellen möchte man dann doch ein Hilfsmittel zur Hand nehmen wie ein Blatt Papier. Das braucht man beim Binärsystem nicht, weil da die Rechnungen ein Stück einfacher zu bewältigen waren, während hier doch etwas größere Zahlen miteinander zu multiplizieren sind. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Zahl, mit der wir es hier gerade zu tun hatten, auch schon ganz ordentlich groß war. Bei kleineren Zahlen ist das natürlich einfacher.
Bei den bisherigen Rechnungen haben wir schon gesehen, dass diese Divisionen durch 16 nicht immer so ganz einfach sind. Deshalb bietet es sich an, statt diesen direkten Weg zu nehmen, einen kleinen Umweg über das Binärsystem zu machen. Ich hatte vorhin ja schon darauf hingewiesen, dass die 16 ja selber eine Zweierpotenz ist, nämlich 2 hoch 4. Diesen Umstand machen wir uns jetzt zunutze, indem wir anstelle der direkten Umwandlung in eine Hexadezimalzahl zunächst eine Umwandlung in eine Binärzahl vornehmen. Anschließend sehen wir dann, wie einfach sich diese in eine Hexadezimalzahl umwandeln lässt. Der Nachteil dabei ist, dass die Rechnung selber etwas länger ist. Der Vorteil aber ist, dass wir nur noch, wie wir das vom Video über die Binärzahlen schon kennen, einfache Divisionen durch 2 durchführen müssen. Das wollen wir uns nun wieder in einem Beispiel angucken. Wir nehmen die Zahl von vorhin, 54.063, und wandeln diese zunächst ins Binärsystem um. Dazu erstellen wir wieder eine Tabelle, bei der in der linken Spalte unsere Zahl n steht, in der mittleren jeweils der durch 2 geteilte Wert und in der rechten Spalte der Rest, also immer eine 0 oder 1. Ich mache das hier nun relativ schnell, da wir das Verfahren mittlerweile einigermaßen gut kennen. 54.063 geteilt durch 2 ergibt 27.031 und ein Rest von 1. 27.031 geteilt durch 2 ergibt 13.515 mit einem Rest von 1. 13.515 geteilt durch 2 ergibt 6.757 mit einem Rest von 1. 6.757 geteilt durch 2 ergibt 3.378 mit einem Rest von 1. 3.378 geteilt durch 2 ergibt 1.689 mit einem Rest von 0. 1.689 geteilt durch 2 ergibt 844 mit einem Rest von 1, 844 geteilt durch 2 ergibt 422 mit einem Rest von 0, 422 geteilt durch 2 ergibt 211 mit einem Rest von 0, 211 geteilt durch 2 ergibt 105 mit einem Rest von 1, 105 geteilt durch 2 ergibt 52 mit einem Rest von 1, 52 geteilt durch 2 ergibt 26 mit einem Rest von 0, 26 geteilt durch 2 ergibt 13 mit einem Rest von 0, 13 geteilt durch 2 ergibt 6 mit einem Rest von 1, 6 geteilt durch 2 ergibt aber 3 mit einem Rest von 0, 3 geteilt durch 2 ergibt 1 mit einem Rest von 1 und schließlich 1 ergibt 1 geteilt durch 2 0 mit einem Rest von 1 und weil wir in der Mitte nun die 0 haben, sind wir endlich fertig. Puh. Wir haben hier nun eine relativ große Zahl mit recht vielen Ziffern in der Binärcodierung. Da sehen wir eben das Problem, vor dem wir als Menschen stehen. Das ist nicht wirklich gut lesbar für uns. Schreiben wir die Zahl aber nun erst einmal als Binärzahl auf. Das ergibt von unten nach oben gelesen diesen langen Wurm und der ist schon einigermaßen unübersichtlich. Im Hexadezimalsystem ist das erheblich besser für uns lesbar. Ich habe hier die Zahl für etwas bessere Lesbarkeit schon einmal wieder in diese Viererpäckchen untergliedert. Im Video zu den Binärzahlen hatte ich schon angedeutet, dass es ganz sinnvoll ist, immer solche Viererpäckchen zu bilden, und zwar immer von hinten kommend. Hier haben wir zufälligerweise gerade 16 Ziffern in unserer Binärzahl, sodass das hier egal ist, aber das ist in der Regel nicht der Fall. Daher werden wir immer von hinten anfangen, solche Viererpäckchen zu bilden. Nun wollen wir aus dieser Zahl eine Hexadezimalzahl machen. Das geht erfreulicherweise sehr einfach. Einen Hinweis auf das, was nun möglich ist, erhalten wir, wenn wir die Werte hier links in der Tabelle mit der Rechnung vorhin vergleichen, als wir die Zahl 54.063 direkt in das Hexadezimalsystem umgewandelt haben. Dort stand in der letzten Zeile die Zahl 13, die wir hier in der viertletzten Zeile sehen. In der vorletzten Zeile stand die Zahl 211, die wir hier in der achten Zeile von unten sehen. In der drittletzten Zeile stand die 3378, die wir hier in der zwölften Zeile von unten sehen. Das liegt daran, dass es auf dasselbe hinausläuft, ob wir nun viermal hintereinander durch 2 teilen oder aber direkt durch 16 teilen. Und das bedeutet, dass je 4 Binärziffern, also jedes von unseren Viererpäckchen, gerade einer Hexadezimalziffer entsprechen. Überlegen wir uns noch einmal, was wir mit 4-Bit, also 4 Binärziffern, darstellen können. Die Zahlen von 0 bis 15. Was können wir mit einer Hexadezimalziffer darstellen? Die Zahlen von 0 bis 15. Da sind wir wohl einer großen Sache auf der Spur. Wir können nun daher diese Viererpäckchen jeweils einzeln in eine Hexadezimalziffer kodieren und erhalten damit unsere Hexadezimalkodierung. Nehmen wir uns das erste Viererpäckchen isoliert vor, 1101, und überlegen noch einmal, welcher Wert das ist. Das ist dann ja 8 plus 4 plus 0 plus 1, also 13. Das nächste Viererpäckchen, 0011, entspricht 2 plus 1, also dem Wert 3. Das nächste Viererpäckchen ist einfach nur die 2. Und das letzte Viererpäckchen besteht aus 4 Einsen, also 8 plus 4 plus 2 plus 1, in der Summe 15. Wir haben hier also die Werte 13, 3, 2, 15. Diese können wir nun jeweils in eine Hexadezimalziffer umwandeln. Erinnern wir uns, A ist 10, B ist 11, C ist 12, D ist 13, E ist 14, F ist 15. Das bedeutet also für diese Zahl, der 13 entspricht das D, der 3 die 3, der 2 die 2 und der 15 das F. Wir haben also hier D32F und das ist genau das, was wir vorhin auch schon ausgerechnet hatten. Deshalb sparen wir uns jetzt auch hier die Kontrollrechnung, die wir vorhin ja schon durchgeführt hatten.
Wir sehen also, dass wir auf diesem Weg über den Umweg der Binärkodierung auch zur Hexadezimalkodierung kommen. Die Rechnung selber ist ein ganzes Stück einfacher, weil wir nicht durch 16 teilen und Reste bezüglich der Basis 16 bilden müssen. Häufig bietet es sich an, die Rechnung lieber auf diese Weise durchzuführen, insbesondere wenn man keinen Taschenrechner zur Verfügung hat, sondern das Ganze von Hand rechnen muss, beispielsweise in einer Klausur. Jetzt kann man noch einmal anfangen, sich ein paar weitere Gedanken über das zu machen, was wir nun über die Hexadezimalkodierung erfahren haben. Ihr könnt selber weitere Übungen durchführen, nehmt euch irgendwelche Zahlen vor, versucht sie vorwärts und rückwärts umzuwandeln, von Dezimal nach Binär, von Dezimal nach Hexadezimal, direkt oder auf dem Umweg über das Binäre, und macht immer die Kontrollrechnungen dazu. Nehmt im Zweifelsfall beim Üben einen Taschenrechner zu Hilfe oder sucht im Internet nach Webseiten für diese Umwandlungen. Da gibt es zahlreiche Seiten, die so etwas anbieten, für Umrechnungen in alle Himmelsrichtungen und auch zu anderen Basen als denen, die wir hier betrachtet haben. Mit diesen könnt ihr einfach eure Rechnungen überprüfen und so sehen, ob ihr einen Fehler gemacht habt. Aber ihr solltet letzten Endes in der Lage sein, solche Rechnungen selber durchzuführen. Wem gerade keine andere Zahl einfällt, der oder die kann gerne diese Zahl hier verwenden, eine relativ große Zahl, wie man sieht, und sie in eine Hexadezimalzahl umwandeln und vielleicht dann anschließend in eine Dezimalzahl. Dann kann man auch mal einen Schritt zurücktreten und beispielsweise überlegen, wie viele Ziffern man braucht, um ein Byte abzubilden. Ich hatte da schon Andeutungen in diese Richtung gemacht. Man könnte auch versuchen, die Frage zu beantworten, was denn wohl der größte Wert als Hexadezimalzahl ist, den man mit einem Byte darstellen kann. Das wären zwei solcher Fragen, über die es sich lohnt, mal einen kleinen Moment nachzudenken. Ich werde die Antwort hier nicht verraten, aber ihr könnt eure Antworten dazu gerne im Forum publizieren und diskutieren. Wir haben nun gesehen, wie man außer der Binärkodierung auch eine Hexadezimalkodierung durchführen kann. Wir haben zwei verschiedene Wege kennengelernt, wie man das machen kann. Einmal die direkte Art mit der Division durch 16 und den dabei entstehenden Resten und einmal den Umweg über die Binärkodierung, die wir zuvor schon kennengelernt haben. Und wir haben natürlich auch gesehen, wie man die Kontrollrechnung durchführt. Das heißt, wir beherrschen nun auch die Hexadezimalkodierung sozusagen vorwärts und rückwärts. Das soll es zur Hexadezimalkodierung gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Video.